Thank you. Now for the Greens group for 2 minutes, Mrs. Harms. Auch ich hätte lieber gute Beziehungen zu den Bürgern Russlands, aber ich weiß auch, was dagegen steht. Die Besetzung der Krim, der andauernde Krieg gegen die Ukraine mit inzwischen 13.000 Toten, ein abgeschossenes Passagierflugzeug, das Elend der Menschen im Donbass, die erneute Vertreibung der Krim-Tataren von der Krim, Schauprozesse in Russland, in denen zurzeit Marinesoldaten der Ukraine bedroht werden mit psychiatrischen Behandlungen. Die Aggression Putins richtet sich nicht alleine gegen die Ukraine, sondern unsere östlichen Partnerstaaten. Moldau und Georgien sind schon vor dem Krieg gegen die Ukraine von dieser Aggression betroffen gewesen. Und wir haben inzwischen festgestellt, dass sich die Aggression auch gegen die Europäische Union richtet. Und ich muss sagen, dass für mich die konventionelle und erst recht die atomare Aufrüstung, die Russland systematisch betreibt, diese Aggression gegen die Europäische Union noch unterstreicht. Die Finanzierung antieuropäischer Parteien auf dem extremen rechten, aber auch auf dem linken Spektrum, Einmischungen in EU-Volksabstimmungen, Cyberattacken, Scharfmacherei in Mazedonien und jüngst auch auf französischen Straßen im Zusammenhang mit den Gelbwesten, Giftmordanschläge, das sind alles keine Einladungen, mit denen Russland dafür werben würde, dass wir zu besseren Beziehungen zurückkehren. Menschenrechtsverletzungen in Russland gegen Bürgerrechtler, Oppositionelle, Journalisten und Minderheiten sind täglich. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der Europarat und auch das Europaparlament haben Entscheidungen getroffen, Resolutionen verabschiedet, die bisher folgenlos geblieben sind. Wir wünschen uns in der Tat ein besseres Verhältnis zu russischen Bürgern. Wir wünschen uns, dass Russland im Europarat bleibt, aber die Bedingungen müssen stimmen. Thank you, colleague. Now for the GUE group for one.